Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Discworld Folge 39 und ja, uns fehlt nur noch das Tattoo. Und dann haben wir diesen Akt hinter uns. So, ich habe mal kurz gelinst, damit wir jetzt hier nicht 50 Stunden nach Polly suchen. Polly ist am Ende der Welt. Viele sagen, dieses Game ist da auch. Und viele sagen auch, da wünschen sie mich auch hin. Aber wir gucken mal. So, jetzt müssen wir eigentlich Polly fangen. What? Oh, verrat's mir nicht. Es ist Purpurn und hat 100 Augen. Ja. Na, stimmt's? Was? Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Soll das so sein? Potz Blitz? Na, wenigstens ist es hier hübsch warm und weich. Ich weiß ja nicht. Wie kann ich diesen Ort verlassen? Nein, nein. Die letzte Bemerkung nehme ich zurück. Wie kann ich hier bleiben? Ja, ja, ist klar, Rincewind, ist klar. Sind das die Götter oder was? Das Pantheon. Tatsächlich. Die gab's da auch schon? Okay. Du mogelst. Was? Du mogelst, das gehört sich nicht. Weg mit dem scheußlichen Ding. Es ist kein Mogeln. Ich füge der Story nur einen interessanten Aspekt hinzu. Genau. So steht's in den Spielregeln. Ist nicht wahr. Doch, es stimmt. Halt die Klappe, du Handtaschenvisage. Und wenn du noch einmal versuchst, die Würfel zu vertauschen, dann mache ich das mit dir, was der Prophet Dundas mit den Extraliten anstellte. Und die Sache betrifft beide Daumen. Entschuldige bitte, was ist das? Was? Dort, das kleine Etwas mit dem spitzen Kopf. Du hast eine Spielfigur in deinem Ausschnitt versteckt. Cheater! Oh meine Güte, wie kommt das Ding dahin? Zurück ins Spiel damit. Ja, damit hatte ich noch keinen Spaß. Warte nur, bis der Wicht meinem Mönch begegnet. Lass uns jetzt weiterspielen. Okay. Ja. Sie fangen alle Fische, die über den Rand geraten. So, dann gucken wir mal. Das Polly. Soweit, so gut. So, Polly, willst du einen Keks? Ich hab, glaube ich, keinen mit, aber... Polly möchte einen Keks! Natürlich möchte Polly einen Keks. Haltet den Vogel! So. Was haben wir denn hier? Das funktioniert. Da fehlt noch was. Ach, haben wir deswegen den. Natürlich. Damit kann ich die gefährlichen Schmetterlinge fangen. Ja, oder was anderes. Funktioniert nicht. Okay.
Okay. Das funktioniert nicht. Jetzt muss ich doch mal. Jetzt mache ich doch mal einen Spaß. Aber ich mache jetzt doch mal noch einen Linser. Well? Moment. Ich weiß noch nicht mal, was ich da benutzen soll. Dass ich das noch nicht mal habe. Nicht schlecht, wenn ich eine Angelrute hätte. Ja. Das funktioniert. Jetzt, ich zeig euch das, aber wie man bitte an sowas kommt, benutze Hut mit Gabel. Ach du Scheiße! Nee, ist klar. Und nu? Groß Atuin wird in der Regel als S bezeichnet, anstatt er oder sie, da bis zum heutigen Tag das Geschlecht noch nicht bestimmt werden konnte. Wieder ein bisschen Telekolleg Discworld, ne? Ja, was mache ich jetzt hier? Groß Atuins Panzer, kein Zweifel. Ja, ja. Ich frage mich, ob die Schildkröte Männlein oder Weiblein ist. Das werden wir nicht ergründen, wie wir gerade schon gewusst haben. Was mache ich hier? Was sie wohl fressen? Nein, ich kann... Trautes Heim, Glück allein. Ja, ja, was soll ich hier? Irgendwas? Dann stell die mal da ein. Ist da irgendwas? Ich sehe da nichts. Ach, Pixelsuche. Ich meine, wahrscheinlich nicht ohne Grund soll ich hier hingehen, aber warum? Kurz. Ja. Soll denn da was sein? Also vielleicht bin ich auch blind, das will ich ja nicht ausschließen, aber... Hä? Ja, bin ich. Also... Wir sollen ja bestimmt nicht ohne Spaß hier gehen. Verstehe ich noch nicht. Verstehe ich nicht. Ist auch egal. So. So, wir sollen also jetzt mal ein bisschen Feuer dem Henning machen. Das machen wir doch mal.
Okay. Dann einsammeln. Ja. Ich frage mich, ob er noch einen Keks möchte. Hä? So, also, jetzt können wir auf jeden Fall nochmal eins, immer. Das funktioniert. Nochmal den Feuerwerkskörper angemacht. Brauchen wir doch bestimmt noch. Das ist eine Pfeife. Aber ist das der Gag? Habe ich jetzt die Pfeife verloren? Moment, mal gucken wir mal, komm. Bevor wir zum Seemann gehen und der sagt, Pfeife weg. Gucken wir nochmal eben. Oh! Hallo! Schöner Tag dafür. Da geht's so, ne? Ja, schöner Tag für was? Für das, was du vorhast. Soll das heißen, dass ich scheitern werde? Bist du hier, um meine Seele in Empfang zu nehmen, das Abenteuer zu beenden und auf die letztendliche Sinnlosigkeit menschlicher Anstrengungen hinzuweisen? Nein. Ich gönne mir nur eine Pause. Oh. Entschuldige. Wir sehen uns später. Ich sage dir nicht, was geschehen wird, weil ich vermeiden möchte, dir den Tag zu verderben. Nun, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Ich möchte deinen Terminkalender nicht durcheinander bringen. Mir gefällt's. Wir sehen uns am Stadttor. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Vergiss es einfach. Ah, da ist was. Okay. Was ist denn jetzt Rincewind? Okay. Also muss es erst die Cutscene geben. Also verliert man das erst, wenn man den Papagei hat. Ja, wahrscheinlich wäre das wirklich so gewesen. Hätte man jetzt wahrscheinlich jetzt das nicht gehabt. Hätte gesagt, ja, wo ist denn die Pfeife, du Blödmann? Ja, okay. Verstanden. So. Ab zur Wirtschaft. Und wir nähern uns. Hoffe ich mal, dass wir auch gleich erfahren, was wir damit machen. So, kriegst du erstmal Bulli. So. Ich frage. Oh yeah. Bisschen derangiert. Polly, bitte kehr zu mir zurück, Polly. Hey, einen Augenblick. Wo ist die Pfeife? Es kam zu einem kleinen Unfall. Zu einem Unfall? Und meine Pfeife wurde darin verwickelt? Sie fiel von der Welt herunter. Ich habe dir deinen Papagei gebracht. Aber meine Pfeife, meine in Handarbeit entstandene mittelländische Pfeife zum Rufen von Papageien. Ich habe sie von meiner Mutter bekommen. Wie soll ich mich konzentrieren, obgleich ich weiß, dass das letzte Erinnerungsstück meiner Mutter für immer von der Welt verschwunden ist? Verstehe. Ich sollte wohl besser aufbrechen und die Pfeife holen, nicht wahr? Gut, brauchen wir nicht, weil wir haben sie. Oh, meine Polly, meine wunderschöne Polly und meine geliebte Pfeife. Wie kann ich dir dafür danken? Erzähl mir, wo man sich eine Tätowierung besorgen kann. Ist doch ganz klar, beim Friseur. Ja, das war spannend. Derzeit habe ich nicht... Geil. Ja,
dann würde ich sagen, ist hier eine wunderbare Gelegenheit, ihren Cut zu setzen. Und dann gehen wir jetzt zum Friseur, beziehungsweise wir gehen dann zuerst mal zum Wald. Und wir gucken weiter, was da noch wie Amber ist. Es ist im Augenblick zu leicht irgendwie. Also jetzt nicht das mit dem Hut, das war wieder total bescheuert, aber... Es ist ein bisschen zu normal für Discworld. Da kommt doch bestimmt noch was. Ich bin euer Mr. Venom 1974, sehen wir uns in Folge 40 wieder. Bis dann. Tschüss.